Moin, moin, ihr Lieben da draußen. Wir spielen PlayerUnknown's Battlegrounds zusammen mit dem Klabautermann LP. Moin, moin. Hallo. Und wir werden uns auch in dieser Folge wieder den ersten Rang ergattern. In sehr schöner, geschickter Art und Weise. Und dann springen wir erstmal raus, oder? Ich habe einen gelben Marker gesetzt und wir müssen jetzt raus. Alles klar. Hui. Mann, lass mir doch mal Zeit, Junge. Ja, ich muss gestehen, ich bin dann irgendwann auch frickelig geworden, als das Flugzeug schon drei Viertel über die Insel drüber war. Also heute läuft das irgendwie nicht ganz so rund. Also heute hängt es irgendwie an allen Ecken und Kanten. Ich weiß auch nicht. Der Chat funktioniert nicht so, wie ich das gerne möchte. Ich muss natürlich auch zugehen. Ich muss mich jetzt in dem aktuellen Setup immer so ein bisschen verrenken. Das ist nicht ganz so clever gelöst von mir. Aber das kam einfach so dadurch, weil es über die Zeit hinweg irgendwie nicht anders machbar war. Aber das ist kein Problem. Ich habe schon fürs neue Arbeitszimmer. Und da werde ich dann natürlich selbstverständlicherweise entsprechend ja, mich ein bisschen besser, also nicht ein bisschen besser, sondern ein bisschen optimierter positionieren. Und da habe ich dann auch alles auf der jeweils richtigen Seite. Jetzt ist das Mischpult quasi auf der falschen Seite. Und der Chat ist eigentlich auch auf der falschen Seite. Eigentlich müsste der Chat da sein, das andere ist egal. So, genug gequatscht. Klabbi, gibt's da was zu finden? Und wie gesagt, das ist eine Subdomain im Chat. Die könnt ihr so in den Browser mal eingeben. Dann kommt ihr direkt auf twocrazygames.de, direkt zum Gewinnspiel, wenn ihr Bock drauf habt. So, das war jetzt genug Eigenwerbung. Ach so, genau, Gamescom. Ich bin am Donnerstag, am 24.08. bin ich auf der Gamescom. Klabbi, du bist ein bisschen... Ich bin Dienstag, Mittwoch und Samstag. Ja, da treffen wir uns ja. Ja, also ich habe vor, ich will das mal ausprobieren, von unterwegs sozusagen live nach YouTube und oder Twitch rein zu spielen. Mhm. Wie machst du das? Mit dem Handy dann was? Oder? Ja, mit dem Handy und es gibt da von der Telekom diesen Dayflat-Datentarif, wo du quasi Tag lang kein Volumen berechnet kriegst für, weiß ich nicht, 3 Euro Butterkuchen. Hier oben liegt noch eine Panzerweste, wenn du da was mit anfangen kannst. Ja. So, ich brauche, ich habe zwar eine Handfeuerwaffe, aber ich habe irgendwie nichts anderes. Na dann komm, dann lege ich dir hier mal diese Vektor hin. Yay! Ach so, dann kann ich dir cool. Die Munition auch noch dazu legen. Ja, das ist hast, hast du 9 mm für mich? Ich habe gar keine Munition. Warum nicht? Weil ich keine gefunden habe. Warum nicht? Keine Ahnung. Sofern das Game ging sehr schnell in der Aktionsrichtung, auf jeden Fall der Spielensmittel geht auch nicht so lang. Dann kann man das. Ja, also der Enz schreibt jetzt gerade hier noch das Thema Hellblade nochmal kurz aufzugreifen. Das Spiel geht in der Tat auch nicht so lange und hat sogar ein permanent Death-System drin. Das heißt, du wirst irgendwie so befallen und hast dann so eine Art Krankheit, noch eine zusätzliche, die du mit dir rumschleppst. Und immer wenn du stirbst, breitet die sich immer noch ein bisschen mehr aus. Und wenn du zu oft stirbst, dann hast du einfach das Problem, dass sämtliche Fortschritte irgendwann dann halt entsprechenderweise, ja, hinüber sind. Das klingt ja nett. Ja, ja, also es kann spannend werden, glaube ich. Ich verlasse mich halt hier nur auf Aussagen. Der Enz hat es ja schon angespielt und ich muss ja zugeben, ich hab mich ein bisschen spoilern lassen. Ich habe hier mal reingeschaut, ne? Aber nicht zu viel, weil ich spoiler mich selber nicht allzu gern. Aber man guckt ja mal so ab und zu mal so im Päuschen, weißt du, und dann juckt es einen noch viel mehr unter den Fingernägeln. Aber bald. Bist du noch an einem Rucksack vorbeigelaufen? Ich bin gerade so ein bisschen nackig. Nee, ich habe einen sogar, aber ich habe hier noch irgendwo einen liegen sehen gehabt. Ist dasselbe. Hm.
ich würde gerne mal die Waffe probieren, mal irgendwo hinfeuern irgendwie, aber dann nicht, dass Nee, kein Krach machen. Na, ja. Oben war kein Rucksack mehr? Nein, leider nicht. Wo geht man dann als nächstes hin? Wir dürfen ein bisschen nach Osten. Ich würde ins andere Haus dann nochmal gehen. Da waren wir noch gar nicht drin. In welchem? Na, hier drüben. Oder warst du hier? Das habe ich schon durchgelöst. Hä? Waren wir da nicht zuerst drin? Jetzt verarschst du mich aber. Doch, das kann sein. Doch, hier waren wir schon. Tommy, Konzentration. Lass uns nach Gelb gehen. Ja, nach Gelb, Freunde. Hier ist was los. Mann. Ich bin heute 50 Mal die Treppen hoch und runter gerannt. Oh, du arme Sau. Ich wollte einfach fertig werden. Ich habe dann einfach durchgezogen. Ich bin ja immer so ein Optimiertier, weißt du? Ich will dann halt immer so, bevor irgendwas losgeht, so richtig, so bestmöglich irgendwie vorbereitet sein. Das wird dann aber nicht der Fall sein, aber ich habe dann halt trotzdem ein gutes Gefühl dabei, dass ich halt was geschafft habe, weißt du? Und deswegen, Freunde, möchte ich gerade mal die Chance nochmal nutzen, um einfach nochmal zu sagen, dass ich im September, beziehungsweise Ende August, im September eventuell vielleicht noch die erste Oktoberwoche so ein bisschen aus der Konserve leben muss, weil ich dann einfach ab Anfang September kein Internet mehr habe. Bombenzone. Laufen wir durch oder drumherum? Ich würde durchlaufen. Dann kommt aber, okay, ja. Dann lass uns durchlaufen. Ja, das einfach nochmal so kurz am Rande nochmal erwähnt. Ich habe es schon zwei, dreimal erwähnt, aber man kann es ja mal publizieren, weißt du? Nicht, dass die Leute sich dann denken irgendwie, ha, da kommt ja nur noch, da kommt ja gar nichts Frisches. Haben wir alle schon mal gesehen irgendwie. Du machst dann echt auch Wiederholungen, oder? Was? Es war in der Tat mal in der Planung. Ich habe ja noch einen zweiten Twitch-Account beispielsweise, TwoCrazyGamesTV in der Tat. Und wo ich hatte auch schon einen Rechner eingerichtet und habe das streckenweise schon halbwegs gut zum Laufen gekriegt, auch mit wow, auch mit der mit der etwas dünnen Internetleitung. Aber dann kam genau die Geschichte mit PietSmiet und den Landesmedienanstalten und dann hat sich das schon komplett gegessen. Und dann wollte ich eigentlich TwoCrazyGamesTV von TwoCrazyGames hosten. Und dann Wobei, wie ist denn das mit Landesmedienanstalten? Müssen die dich erst anschreiben, dass du aufhören musst? Oder ist es so, dass sie dich daran anschreiben können und sagen können, du hast es jetzt falsch gemacht und kriegst gleich mal ein Bußgeld reingebraten? Keine Ahnung, ich habe noch nie eine Abmahnung von der Landesmedienanstalt gekriegt. Aber es war in der Vergangenheit wohl so, dass die eine Frist bekommen haben, sich eine Dingens zu kaufen, also so eine Sendelizenz zu kaufen. Und dann hätten sie weitermachen können. Nur die haben das natürlich dann nicht eingesehen. Die sind ja gezielt an die großen YouTuber und Streamer halt rangegangen. Ja, ja. Und haben das dann natürlich nicht eingesehen, das Ganze zu bezahlen. Beziehungsweise der Gronkh hatte ja auch eine Abmahnung gekriegt. Aber ich glaube, der hat so viele Standbeine und so viel Kohle, der wird sich die wahrscheinlich irgendwann irgendwie geholt haben. Und der hat ja sowieso schon jemanden, der sich um den Jugendschutz kümmert, weil das kommt dann nämlich noch hinzu. Du brauchst nämlich mit der Lizenz noch jemanden, der sich um den Jugendschutz kümmert. Ja, aber das brauchst du eigentlich als Website-Betreiber auch. Oder, also ich glaube, da ist es nicht vorgeschrieben, aber... Ja, da ist es vorgeschrieben. Ich weiß gar nicht, welche Vorteile du hast oder welche Nachteile du hast, wenn du es nicht machst. Und gleichzeitig sind die Anforderungen an einen Jugendschutzbeauftragten überschaubar. So. Ja gut, aber klar, du kannst dann halt sagen, ja, ich wähle einen. Und der macht das dann, aber dann muss es halt aber auch Hand und Fuß haben, weißt du? Du kannst jetzt nicht einfach hingehen und sagen, oh, ich mach das jetzt mal so. Das prüfen die ja nach. Ja, ich fand das halt ein bisschen arschig von denen, dass sie halt gezielt an die Großen direkt rangegangen sind, gesagt, also, hier, mache und dann bezahle, weil dann hast du nämlich das Problem, dass die ja dann auch gewillt sind, das auch direkt zu kaufen und zu bezahlen, weil die ja natürlich weiter streamen wollen und müssen, weil die natürlich darüber ihre Kohle halt verdienen.
Ja, wobei ich glaube, sie sind an die Großen durchaus auch rangegangen mit dem Gedanken, die können sich wehren. Und ich glaube, die Leute, die da in so einer Behörde Verantwortung haben, die haben ja auch ein Gefühl dafür, dass das nicht mehr wirklich zeitgemäß ist. Aber es steht halt im Gesetz. Und die können ja nicht sagen, das steht zwar im Gesetz, aber es interessiert mich nicht. Sondern die können nur sagen, steht im Gesetz. Und ich provoziere jetzt eine Situation, in der das diskutiert werden muss, ob das da sinnvollerweise drin steht. Ja, es ist eine schwierige Kiste. Also ich habe da auch mal versucht, auf meinem Blog das so ein bisschen zu folgen, ein bisschen aufzudröseln, aber das ist dann so viel Inhalt geworden. So, sind wir schon drin? Ja, ganz knapp. Aber dann können wir das nächste Haus noch looten. Ja, lieber Enz, dann vielen Dank fürs Zusehen und alles Gute und vielleicht sehen wir uns mal nochmal irgendwie im Livestream. Also ich versuche, ich verfolge dich ab und zu mal. Tommy ist nämlich so ein kleiner Stalker, der verfolgt die Leute immer. Ja, ich meine, man kann ja mal gucken, was die Kollegen so alle treiben irgendwie. Also ich fand. Nein, das war Quatsch. Ja, natürlich war das Quatsch, aber ich finde das manchmal ganz gut, irgendwie sich ein bisschen Inspiration zu holen, so wie machen die anderen das und so. War ganz cool. Also der Enz macht das echt gut. Kann man ruhig mal reingucken. Enz, hau rein und dann bis demnächst. Ciao. Tschüss. So. Wollen wir weiter zum nächsten Gelb? Also ich habe so viel, ich könnte noch. Ja, warte mal. Guten Loot vertragen. So, okay, ja, wir können zum nächsten Gelb mal gehen und bist schon draußen? Ja. Ja. Genau. Ja, genau. Sagst, wir können? Ja, können wir. Wir können. Ja, und Hellblade, das gucke ich mir mal an. Das werde ich mal peu à peu jetzt in den nächsten Tagen mal angehen. Der Enz schrieb ja jetzt auch, dass es nicht allzu lang ging sogar. Wohl, da bin ich mal gespannt. Also, ich freue mich so ein bisschen auf die Story, in der Tat. Da bin ich echt gespannt drauf, weil so diese ganze Atmosphäre. Boah, hier ist wieder nichts los, kein Loot. Weil die ganze Atmosphäre ist so zugedrückt. Dann weiter. Okay, weiter, komm, weiter. Ich versuche immer so ein bisschen zu erzählen und so und dann verquatsche ich mich halt immer. Sag mal, verbal inkontinent, weißt du? Bin nur am Quatschen. Ja, du hast halt Blubberwasser getrunken, das stimmt. Ja, aber richtig, ne? Aber irgendwie heute geht's richtig ab hier. So. Gute Dosis. Oh, Freunde, ich habe den ganzen Tag Zähne zusammengeknirschelt und dann pack die Kisten an und dann geht's hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Ja, und Ende des Liedes war, ich habe dann irgendwann meinen Arsch nicht mehr gespürt. Vom Treppenlaufen. So, weiter? Ja, wir müssen jetzt ein ganzes Stück weit. Ne? Ja, wir müssen aber jetzt aufpassen sogar. Ich sehe es gerade. Wollen wir auf der Straße mal schauen, ob wir ein Auto finden oder so? Ja. Ich bin der Meinung, ich höre ein Auto sogar. Ich höre auch was. Wo ist der? Der ist vorbeigefahren. Der Warum? Zieht durch. Ja, weil wir auch wohin müssen. Ich vermute mal, dass die so ein bisschen mehr Plan haben. Hallo? Wir sind Profi-Noobs. Ja, aber richtig. Nehme ich überhaupt auf? Nö, du bist ja Profi-Noob. Ach, du bist schon nach vorne. Wir haben noch gesagt, wir laufen die Straße lang. Ja, ist ja okay. Ich trinke. Ich nehme mal gerade einen Schluck von meinem Erdinger alkoholfrei. Na, ob das so alkoholfrei ist. Ich trinke nur alkoholfrei. Ich trinke nur Alkohol. Man kann auch Alkohol ohne Spaß haben. Genau. Ich bin ein bisschen unglücklich mit der Situation, dass wir hier so auf dem freien Feld rumrennen. Ich auch. Ich muss nicht fröhlich sein, um zu trinken. Genau. Oh Mann. Wo ich den Spruch zum ersten Mal gehört habe, ich habe mich ja bepisst vor Lachen. Na, ging gar nicht. Ich habe den das erste Mal von der Nessie Tausend schön gehört, als sie ihren eigenen Schutzengel gespielt hat. In einem Engelskostüm. Und mit der Flasche Schnaps in der Hand und hat dann erklärt, dass
Schutzengel von Leuten mit schwierigen Persönlichkeiten meistens auch die eine oder andere Macke haben und hat dann so ein bisschen aufgezählt. So der Schutzengel von Guido Westerwelle, da hat er noch gelebt, der hat zum Beispiel einen Arschgeweih. Und wissen Sie wo? Am Arsch. Und der Schutzengel von Horst Seehofer, der ist schwanger. Zum zweiten Mal. Ja, und ich habe ein kleines Alkoholproblem. Und hat dann halt, währenddem sie gespielt hat, hat sie halt die Flasche leer gemacht. Also es war wahrscheinlich nur Wasser drin. Ich glaube auch. Ich glaube nicht, dass die auf aber da war dann der Spruch mit, ich muss nicht fröhlich sein, um zu trinken, war dann So, schaffen wir es noch? Na, wird eng. Wir müssen es schaffen, Freunde. Wir müssen. Ach du Scheiße! Das wird aber Arsch. Knapp, du. Ja, es wird knapp, aber wir dafür sind wir ziemlich querfeldein. Wir müssen uns keinen riesen Kopf machen, dass wir sofort sterben. Wir sterben dann halt später. Ja. Ich sehe die Zone schon. Wollen wir an der Zone sterben oder in der Bombenzone? Ist mir egal, wo wir sterben. Wir sterben. Ja, aber ich will jetzt nicht so unmännlich sterben hier mit so in der blauen Zone oder so. Lieber in der roten. Dann musst du ein Stück weiter links laufen. Ich höre ein Auto. Ich mir zumindest ein. Nee, ich bin der Meinung auch, dass... Da hinten ist es. Ja, aber da schließe ich jetzt nicht drauf. Offenes Feld mal wieder. Vorsicht, die kommen hier wahrscheinlich über den Hügel. Die haben uns gesehen. Meinst du? Ja, 100 Pro. Aber wir sind schon safe, was die Zone angeht. Ja, wir müssen aber trotzdem irgendwie ein bisschen... Ne, die sind doch weiter gefahren. Vorsicht, die könnten jetzt hier unten an den Häusern sein, irgendwo. Meine Schuhe sind nass, ich will nicht mehr. Papa Schlumpf, es ist noch weit. Ja, es ist noch weit. Irgendwo ist ein Auto. Ich höre relativ nah irgendwas. Ja, ich auch. Und wir müssen weiter. Nee, müssen wir nicht. Komm, lass uns mal da runter gehen. Zu Gelb oder zu... Richtung Gelb. Könnte wetten, dass hier welche sind. 100 Pro. Geh mal in den Turm rüber. Ja. Ich geh mal in den Turm rein. Achtung, Tür ist offen. Ja, dann ist keiner drin. Sicher? Das ist doch die Falle schlechthin. Also ich bin oben drin. Und was ich bis jetzt durchsucht habe, ist sauber. Wir können von hier aus ja mal darüber pieken. So, wo müssen wir denn hin? Gleich. Aber wir können Richtung Gelb gehen, oder? Das ist wahrscheinlich nicht ganz verkehrt. Aber wir können auch... Oh, fuck, von wo hat er mich deine... Oh. Oh, die sind auf dem Feld hinten. Die sind auf dem Feld und snipern hier rein. Hast du schon was gesehen, wo? Direkt auf dem Feld Richtung Süd-Süd-Ost.
Scheiße. Süd, Südost. Ja, pass auf, die Snipern, die haben ein richtig krasses Visier und die haben es halt drauf, ne? Also nicht, ich mach so, mal nicht so wie wir. Ich mach mal die Tür auf, dass sie denken, wir kämen raus. Ja. Achso, ich benutze mal mein ganzes. Ja, wollen wir raushüpfen und ans jetzige. Hab ich das gehört? Hast du dich bewegt? Ich habe mich gerade bewegt. Ich habe mal ein neues Gelb gesetzt. Da hinten laufen sie weiter. Richtung Nordost. Die laufen da rüber. Die sind zu zweit. Werden uns aber wahrscheinlich noch auf dem Schirm haben. Wir müssen, Klabbi, wir müssen wahrscheinlich. Wohin? Die laufen sogar Richtung Gelb. Das ist eine dumme Idee. Dann lass uns. Oder lass uns noch warten, bis die blaue Zone da ist. Dann wissen wir, wo die nächste hingeht. Ja. Oh, hier liegt der Zeug rum. Achso, hab ich da hingelegt. Na super. Na klasse. Dann hier runter. Richtung Blau. Ja. Lass uns Richtung Blau und Gelb ist der Ausweichplan. Ja. Ich würde Gelb sowieso anpeilen. Zuerst Blau ist der Auswahlplan. Warum laufe ich denn so langsam? Weil du einen Pfannkuchen gegessen hast. Ja, ich habe eine Pfanne um, das stimmt. Ich habe, glaube ich, Schmerzmittel-Intus. Ich habe auch Schmerzmittel-Intus. So, jetzt fühle ich mich hier relativ sicher. Warum? Wir können trotzdem noch weggesniped werden. Aber nicht mehr aus allen Richtungen. Das stimmt, und da liegt ein Auto. Ja, wollen wir weiter? Ja, wollen wir. Oh, und da hinten kommt eine Lootbox. Wo denn? Links von uns. Aber relativ in der Mitte des Kreises. Oh, oh, oh. Was denn, oh, oh? Ja, die wollen natürlich jetzt alle die Lootbox haben. Ich schieße. Halt die Lootbox im Auge. Ich weiß gar nicht, wo die gelandet ist. Richtung Norden. Oder nee, Richtung Nordosten. Ich habe auch kein gutes Visier. Also ich war nicht so erfolgreich, viele tolle Sachen zu finden. Ja, da sind wir schon mal zwei. Und wir haben nur noch 18 andere. Ja, geht doch noch. Hey, ja, brav. Zone hat genau richtig gehalten. Die nächste ist natürlich richtig scheiße. Machen wir dahin? Ja. Also ich komme mal erstmal zu dir rüber. Komm, lassen Sie am Rand lang laufen. Ja, genau, das wäre meine
meine Hoffnung. Dass man da immer mal wieder auch schön in so einer Senke verschwinden kann. Noch ein kaputtes Auto. Achtung! Wo genau sind sie? Ach, das sind zwei. Mann, direkt vor unserer Nase. Okay, da war ich noch nicht. Die habe ich dann erst gesehen, als sie auf der Höhe waren, dass du, wo du umgekippt bist. Okay, also wenn wir nochmal diese eine Waffe finden sollten, wo ich sagte, die muss ich mal unbedingt probieren. Halt mich davon ab. Die musst du unbedingt probieren? Ja, die eine Waffe, die ich unbedingt probieren wollte, die ich jetzt zweimal hintereinander hatte, die ist scheiße. Oh, der Arsch ist eben noch mit dem Auto über mich drüber gefahren und ist vor und zurück und vor und zurück gefahren. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ja, du hast es ja aufgenommen, ne? Dann kannst du es nochmal... Ich melde das jetzt. Das ist unmenschliche Behandlung von Toten. Genau. Ja, ich würde sagen, vielen Dank fürs Zusehen, vielen Dank fürs Dabeisein und dann sehen wir uns in der nächsten Folge hier auf Two Crazy Games und Club Bautermann LP. Liken, teilen, weitersagen bei PlayerUnknown's Battlegrounds. Zwei Noobs auf dem Schlachtfeld, schleichend, duckend, wegrennen. Klabbi, wir sehen uns in der nächsten Folge. Genau, macht's gut. Ciao.